Willkommen zu Castlevania Harmony of Dissonance. Ja, Leute, beim letzten Mal haben wir einiges geschafft. Wir haben soweit alle noch fehlenden Zauberbücher und Relikte gefunden. Die Schlosskarte steht bei insgesamt 198,2%. Uns fehlt nur noch dieser kleine graue Bereich in der Mitte und ein kleiner Einzelraum, wie wir auf dieser Ansicht hier gut sehen können. Ja, warum auch immer. Da gehen wir gleich hin. Aber erstmal würde ich versuchen, hier noch kurz was zu zeigen. Denn ich zeige es mal am besten kurz so. Hier Zauberbücher, alle komplett. Relikte, wirklich alles komplett. Sammelitems, komplett. Enzyklopädie. Fehlen noch drei Gegner. Und da sind wirklich Gegner dabei, die nur zu einem gewissen Prozentanteil erscheinen können. Ich will es mal einen ausprobieren, was ich gelesen habe. Das sagt immer nur hier hin und her latschen. Dann soll irgendwann mal hier neue Gegner erscheinen. Und ja, ihr merkt schon, das ist ein riesen Spaß. Und die anderen sind nicht so chillig spawnen zu lassen. Darum werde ich die anderen wohl auch nicht machen. Weil das mir einfach zu blöd ist. Na komm, zumindest einmal würde ich ihn gerne sehen. Tada, so. Einfach kein Glück. Ich habe jetzt die Prozentzahl leider nicht im Kopf, die da genannt wurde. Auf jeden Fall war es recht hoch. Was weiß ich, 1 zu 200 oder keine Ahnung mehr. Da war er, habt ihn gesehen? Und ich renn wieder raus. Super. Nein, danke, ich verzichte. Blöde Viecher. Moment. Ich sollte vielleicht auch auf die richtige Karte umschalten. Ah, gut. Das ist das Eck, wo ich hin wollte. Jetzt holen wir uns den noch fehlenden Raum hier. Das dürfte hier sein, genau. Ja, definitiv. Auf Schlossseite A haben wir ein Zimmerchen und auf Schlossseite B noch nicht. Allerdings habe ich gerade ein gewisses Déjà-vu. Ihr auch? Das haben wir definitiv schon mal gemacht. Aber, ja, gut. Dahinter ist ein Shop, das weiß ich schon. Dann verkauft er nicht mal was Gescheites. Lass mal der Vollständigkeit halber mit. Sonst. Verdammt, ich hätte mir gern wieder ein paar High Potions mehr gekauft. Davon habe ich nicht mehr viel. Dann werde ich hier mal bei den normalen Potions richtig zuschlagen, ne? Na komm, 40 Stück. Pfeif drauf. Also warte mal, die normale Ausrüstung, die er hier vertickt, die ist relativ Müll, würde ich mal sagen. Alter, wie hier die Def runtergeht. Ja. Moment. Zum Verkauf.
Verkaufen noch was gefunden? Nö. Na gut. Dann halt nicht. Gut, damit sind wir bei 98,3%. Und alles, was jetzt noch fehlen sollte, ist... ja, der graue Bereich da. Den Move habe ich irgendwie viel zu selten genutzt, oder? Naja, was soll's. So, nochmal ein bisschen in der Gegend rum teleportieren. Und sind direkt richtig. Sehr schön. So. Nun denn. Jetzt, wo wir alle Artefakte haben, sollte sich da wohl was tun an dem Ort, wo wir jetzt hingehen. Wenn nicht, haben wir dezent ein Problem, ne? Ja, ich rutsche immer in der Gegend rum, dabei ist es so noch viel schneller. Draculas Überreste glühen auf. Und öffnen uns den Weg. Ja, sehr schön. Das wollen wir doch direkt hier mal speichern. Dann ab mit uns! Was gibt's da eigentlich alles Schönes drin? Oh, Herzchen. Wie soll man da an die oberen Herzen rankommen? Gar nicht? Ich tippe mal auf gar nicht. So, wenn wir jetzt hier das ganze Eck ausfüllen. Nein. Mensch, Juste. Jetzt spring da hoch. Ich weiß, dass du das kannst. Du hast es im letzten Part doch auch schon gemacht. Na, vielleicht noch in die andere Richtung. Dann wäre das echt... Knorke. So. Jetzt sind wir bei 99,7%. 0,8. Und der Mittelraum da sollte wohl dann 99,9 bringen. Na gut, egal. Mal gucken, was hier ist. Ja, es ist natürlich Maxim. Lüdi! Atmet schwach, aber... verdammt, ich bin zu spät. Willkommen zur Party, Juste. Es ist spät. Maxim. Maxim? Oh. Dieser Geist ist nicht länger... dieser Geist wohnt nicht länger... in mir. Ah, der böse Maxim. Ja, und diese Frau gehört nun mir. Schau dir die Stärke an, die sie mir gegeben hat. Verdammt, keine Gnade für dich. Wer braucht Gnade? Schwache Worte von einem unwürdigen Gegner. Ja, okay, nochmal Fight mit Maxim. Will ich gucken? 100% auf Schloss B. 200 komplett. Oh ja, yeah, Leute, ich bin sowas von zufrieden mit dem Fortschritt hier. Aber dafür müssen wir noch... Maxim umhauen. Der wieder verdammt viel Schaden macht. Das Dumme ist, ich habe halt nur noch 8 High Potions. Und ich brauche viele normale, um mich hier wieder hochzuheilen. Ich muss auch sagen, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, was es in dem Spiel so für Enden gibt. Nicht, was groß in den Endings passiert. Oh nein, das ist die Doppelgänger-Scheiße. Das muss ich... das mache ich am besten wieder mit dem... Windbuch. Ich weiß nicht, wie ich das anders sonst abwehren soll. Nein. Lass mich hier weg. Oh, du Penner. Der macht gut Schaden.
Warte mal, kann ich das vielleicht unterbinden, wenn ich ihn da oft genug treffe? Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Na, wohl nicht. Und wieder halbe tot. Keine Chance. Wie sollst du das ohne Schaden schaffen? Und natürlich denke ich jetzt, oh, den kann ich rausweichen, ich spam's mal. Darf ich bitte unendlich Magie haben, um dich mit Weihwasser tot zu spammen? Das wäre Knorke, echt. Guck dich den Schaden an. Vielleicht wird ein Abstand, Abstand, weg, 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 weg. Gut. Yay, der Angriff geht nur über den ganzen Screen. Super. Da, 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 papa. So ein Penner, weißt du das? So. Ey. Ich muss echt sagen, Maxim ist der stärkste Gegner im Spiel. Alle anderen Bosse, also viele aller anderen Bosse sind einfach nur High-Damage-Dealer. Richtig dicke Schaden, aber dafür richtig turmes Moveset. Okay, Doppelgänger. Oh, musst du so viel Schaden machen. Natürlich habe ich nur den falschen im Bild. Ich drück gerade noch den schönen Regen und... Na gut, egal. Versuchen wir es noch einmal. Damit ich das nicht immer wieder machen muss. Also mit der Karte aufdecken. Na, wobei, ich werde den Kampf wohl eh öfter machen, dann ist es egal. Ihr habt gesehen, ich habe eigentlich 200% erreicht. Hm. Anziehen. So. Genau, fangen wir den Müllattacke an. Machen wir am besten gleich nochmal und dann nochmal und nochmal. Ich habe so viele Chancen, dem auszuweichen. Okay, Doppelgänger. Ich weiß, wer der echte ist. Mit dem Doppelgänger kann ich dealen. Einfach weil man da im Auge behalten kann, wer der echte ist. Und das einfache Simultanattacken sind. Ja, so viel zu einfach. Oh. Der war doch. Der stand doch schon hinter mir. Wieso kriegt. Noch Schaden, wenn der schon am Boden ist. So. Geh sicher, Mistkerl, komm. Aber das sieht bisher eigentlich gut aus. Jupp, so viel zu, man kann sehen, wer der echte ist. Also.
Ah, das hat mich wieder vereint. Wurfstern plus Messerstich ist halbe tot. Alles klar. Ich stoße wieder. So, sehr schön, immer weiter drauf. Weiter, weiter. Ah, ich bin dir so dankbar, dass du deine irrsinnige Klonkrieger-Armee nicht spammst. Yes! Maxim, vergib mir. Du glaubst, ich werde verlieren? Ich, wo die Kräfte von Count Dracula unterworfen habe? Maxim war stärker als du. Ich glaube nicht, dass du all das nehmen konntest, was er konnte, also all das schaffen konntest. Doch wenn ich sterbe, wird er es auch. Diese Frau ebenfalls. So, das ist der Abschied. Mit deiner verfluchten Stärke solltest du lieber Dracula erledigen. Verdammt. Ich konnte weder Lydi noch Maxim retten. Alles, was mich an sie erinnert, ist dieser Ring, dieser Anhänger. Ich konnte sie nicht beschützen. Ich konnte nicht beschützen, was ich liebte. Ich habe als Vampirjäger versagt. Was auf der Erde, was um alles auf der Erde soll ich nun mit mir anfangen? Ja, Leute, das war das Bad Ending von Castlevania Harmony of Dissonance. Im letzten Part haben wir das, ich sag mal, okay Ending gesehen. Da haben wir Lydi gerettet. Allerdings zum Opfer von Maxim. Ja, aber natürlich gibt es auch einen Weg, alle zu retten. Und das sogar in zwei Variationen. Heißt, wir haben noch zwei Endings vor uns, die ich euch auch noch zeigen möchte. Und so lange spare ich mir noch ein Resümee. Credits gehen ja erstaunlich schnell. The End! So. Lass mal auf die Karte gucken. Ja. Leute, wir haben nach dem Versuch wirklich offiziell die 200%. Was spricht meine Ausrüstung? Noch 29 Potions und 4 High Potions und 4 Elixiere. Ich würde mir gern noch ein paar High Potions nachkaufen, wenn ich ehrlich bin, aber ich werde es noch so probieren. Ich bin am Überlegen, ob ich den Kampf mit Maxim jetzt noch schneiden soll. Nein, Moment. Bevor ich da reingehe, muss ich noch was ändern. Denn für das andere Ende darf ich hier, muss ich hier meine Ausrüstung nämlich ein bisschen anpassen. Ich muss nämlich die beiden Dinger hier tragen. Jetzt muss ich nur gucken.
Oh, guckt euch an, wie da die Dinger runtergeht. Das ist der Wahnsinn. Die Dev. Ah, da. Okay. Aber ich kann immerhin auf dem Kopf einen Ring tragen. Wie auch immer das funktioniert. Okay. Das Ding hier muss ich auch noch irgendwie anlegen. Na, wenn hier. An den Füßen. Ne? Super. Yay. Ready. Dialog hier ändert sich noch nicht. Und jetzt heißt es wieder fighten. Fighten, fighten, fighten. Und ja. Glück haben mit seiner Tank. Ja, so viel zu Glück, ne? Lass das sein. Ja, so kann ich es aber halbwegs überleben. Oh, der Schaden. Hard Mode ist ja schön und gut, aber bei vielen Bossen fand ich den hohen Schaden eigentlich gut, weil ansonsten die Kämpfe ein bisschen anspruchslos gewesen wären. Aber gerade bei Maxim hier nervt es ein bisschen. Bin ich ganz ehrlich. Bitte mach deinen Doppelgänger, bitte mach deinen Doppelgänger, bitte mach deinen Doppelgänger. Danke. Ah. Schön. Lieber noch mal ein bisschen heilen. Dieser Penner. Aber es wird doch ein bisschen besser, oder? Oder kommt mir das gerade nur so vor? So. Nur noch 12 Potions. Und das war's. Das war's, das war's, das war's, das war's. Oh. Dieser Anhänger. Du trägst ihn für mich. Maxim, bist das du? Warum bist du noch am Leben in mir? Ich dachte, du wärst tot. Erinnere dich, Maxim. Du bist stärker als das, als dies. Oder als er. Du hast recht, aber. Aber im Verglichen zu dem Training, was wir hatten, ist dies nichts. Warum? Warum kann ich mich nicht von dir befreien? Weil ich mich entschieden habe, dich nicht frei zu lassen. Juste, erledige mich. Aha. Ich spüre, starke Magie ist am Werk. Erinnert sich. Die Überreste. Ah, solange ich diese Kraft habe, brauche ich diesen Körper nicht. Hier, hast du ihn. Ah! Oh. Ich bin nicht stabil. Doch euer Blut wird mich das machen. Oder wird das mit dafür sorgen? Hol es dir, wenn du kannst. Unterschätze aber nicht die Kraft eines Belmont.
Nun denn, lass uns beginnen. Ich werde es genießen, euch zu zerstören. Kampf gegen Dracula. Das ist natürlich wieder... Oh Gott, das ist nur im Kopf verwundbar. Super. Final Boss. Oder wahre Final Boss. Ganz klassisch, traditionell macht er unerhört viel Schaden. Hörst du mal auf, den Scheiß zu spammen? Okay, ich sollte nicht so nah ran. Ich bin schon wieder halbe tot. Ja, sorry, die ständigen Unterbrecher ins Menü, aber... der Schaden! Ah, die Musik ist aber nicht schön. Ich hätte mir hier einen Remix von Dance of Illusions gewünscht. Wäre so geil gewesen, das hier noch in dem Spiel zu haben. Es gibt kaum Dracula-Fights ohne diesen Track. Aber gut, okay. Das ist jetzt meckern auf hohem Niveau. Immerhin die Lache ist schön geil. Das ist richtig überheblich, mächtig und oh, einfach nur passend. In mir spawnen, hä? Wie lame. Aber immerhin hat er eine... Ja... gemütliche Kampfstrategie, sag ich mal. Ah, verdammt. Der Kopf hat so eine blöde Höhe, das zu treffen. Da wird immer noch ein Treffer versenkt. Ich wollte eigentlich hier hin. Noch schnell zwei Potions gönnen. Oh nein, nicht den Scheiß. Ja, wieder so eine Sache, wo ich mich frage, wie soll ich dem ausweichen? Die Abstände sind ein bisschen kurz, als dass ich da durchspringen könnte. Und ich bin gerade so nervös, dass ich mit Select ins Menü will, obwohl ich eigentlich wissen müsste, dass ich das mit Start mache. Seht ihr das? Mir geht die Heilung aus. Und das war's. Aber das war zu einfach, ne? Komm, da muss noch was kommen. Du groß und fett, ja? Zauberbuch, 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 Zauberbuch. Warte mal, wir können jetzt mal gucken, was hier... das Beschwörungsbuch bei dem anrichtet. Okay, mach schon mal einen schönen Laser. Ja. Ja. Komm, gleich normal. Echt guter Schaden. Das aber allerdings auch. Kann ich mich noch irgendwie heilen? Ja, komm, ich muss ein Elixier futtern. Hilft nix. Nein, nein. Bitte nicht zu nahe kommen. Ja, den Kampf werde ich aussitzen. Solange er nicht mit seinem Ding davor schnellen kann. Wie denn? Ich duck mich doch schon. Wie soll ich denn sonst entgehen?
So. Ja, letzte Potion. Ja, das war jetzt mit dem Beschwörungsbuch sehr vereinfacht. Ich weiß, aber in Anbetracht der wenigen Heilungen, die ich noch hatte, nimmt mir nicht übel, ja? Ich hab's dir gesagt. Unterschätze nicht die Power meiner Blutlinie. Das ist also die Kraft der Belmont. Einen Moment bitte.